Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gasthörerinnen und Gasthörer, Bürgergesellschaft Hildesheim, Studenten sind auch noch da, das Semester geht noch ein bisschen. Herzlich willkommen. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu einem sehr geschätzten Kollegen, einem mit der bekanntesten Historiker, Zeithistoriker aus Deutschland, Hermann Wendker. Hermann Wendker ist Jahrgang 1959. Ich überlege immer, ob da ein historisches Geschehen ist, dazu einfällt. Ja, Genfer Konferenz, der Katzentisch, nicht? Wo die Deutschen am Katzentisch saßen, die Vier-Mächte-Konferenz in Genf in der Schweiz und wieder ein Scheitern, keine Lösung in der deutschen Frage. Das ist auch eines der zentralen Themen deutscher Geschichte, speziell deutsche Zeitgeschichte. Ich gehe gleich auf die Werke ein. Herr Wendker ist ein Bonner Kind, 1959 dort geboren, im Dezember, studierte Geschichte und Germanistik an den Universitäten in Erlangen, Erlangen-Nürnberg und an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Promoviert hat er mit einer Arbeit über die britischen Kriegsziele im Krimkrieg. Gemeint ist aber nicht der Krimkonflikt, den wir die letzten Jahre erlebt haben, sondern den Krimkrieg im 19. Jahrhundert. Wir reden von den Jahren 1853 bis 1856. Ich erwähne das hier ausdrücklich, weil ich einmal in einer Klausur den Krimkrieg geschrieben, gesehen habe. Sie glauben es kaum, mit einem G und zwei M. Es mag sein, dass die Brüder Grimm mal im Kriegszustand waren, aber das war offensichtlich der berühmte Fehlgriff. Nun, es geht hier um einen anderen Krimkrieg. Die Arbeit hat er geschrieben bei Klaus Hildebrand, auch einen hoch angesehenen, renommierten Historiker an der Universität in Bonn. Herr Wendker hat anschließend dann einige Jahre gearbeitet als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Bayreuth bei Adolf Birke. Er wechselte dann 1994 an die neu gegründete Außenstelle des Instituts für Zeitgeschichte in Potsdam, jetzt Berlin-Lichterfelde-Finkensteinallee. Seit 1998 leitet Kollege Wendker die Abteilung Zeitgeschichte dort, wie er auch am Historischen Institut der Universität Potsdam lehrt. Also in Forschung und Lehre tätig, so wie es sein muss, Forschung und dann Lehre. Zu den Forschungsschwerpunkten gehören die Geschichte der internationalen Beziehungen im 19. Jahrhundert, also Herr Wendker kommt von einem größeren Horizont, kein kurzatmiger Zeithistoriker, aber dann auch Schwerpunkt Geschichte der DDR, auch die Kirchenpolitik dort, auch die Außenpolitik, auch die Justizgeschichte der Deutschen Demokratischen Republik. Zahlreiche Publikationen, ich zitiere einmal, das ist schon die erwähnte Arbeit über den Krimkrieg, Zerstörung der Großmacht Russland, Fragezeichen. Zerstörung der Großmacht Russland, Fragezeichen. Interessantes Thema mit Aktualitätsbezug. Die britischen Kriegsziele im Krimkrieg, die ist in Göttingen 1993 erschienen. Justiz in der sowjetischen Besatzungszone, dann der folgenden DDR ab 1949, die Jahre 45 bis 53, Transformation und Rolle der zentralen Institution, ist 2001 erschienen, eine Monographie, eine weitere zur Außenpolitik der DDR. Titel: Außenpolitik in engen Grenzen. Was kann auch ein Verbündeter der Sowjetunion für eine souveräne Außenpolitik betreiben? Fragezeichen. Außenpolitik in engen Grenzen, DDR im internationalen System. Ein Überblick von 1949 bis 1989. Hervorgetreten ist Herr Wendker auch mit einer Dokumentation zum Thema Volksrichter in der SPZ und in der DDR, Zeitraum 45 bis 52, auch von ihm entsprechend eingeleitet, ist München 1997 erschienen. Bemerkenswert ist eine Fülle von Herausgeberschaften, die das breite Themenspektrum, das Herr Wendker abdeckt, dokumentiert. Föderalismus im deutsch-britischen Meinungsstreit, historische Dimensionen und britische Aktualität, das ist mit Kollegen Birke herausgegeben worden, im Rahmen der Studien der Prinz-Albert-Gesellschaft, Prinz-Albert-Studien. Deutschland und Russland in der britischen Kontinentalpolitik seit 1815, also seit dem Wiener Kongress, gemeinsam auch mit Adolf Birke, erobert oder befreit, Fragezeichen, Deutschland im internationalen Kräftefeld und die sowjetische Besatzungszone.
mit Hartmut Mehringer, Michael Schwarz herauszugeben. Das letzte Jahr der SPZ, da geht es um die Weichenstellungen, um die Kontinuitäten im Prozess der Gründung der DDR. Und Dirk Hoffmann, vor dem Mauerbau, Politik und Gesellschaft in der DDR der 50er Jahre. Aber auch wichtig, der Vergleich Aufstände im Ostblock, im sogenannten Ostblock, zur Krisengeschichte des realen Sozialismus mit Henrik Bisping und Jürgen Daniel und Hans-Hermann Hertel, auch ein namhafter Kollege, der sich mit dem Mauerfall befasst hat. Kommunismus in der Krise, da geht es um die Entstalinisierung. 1956 die berühmte Rede von Khrushchev, die gar nicht so geheim war, wie sie bezeichnet wird. Die Krise des realen Sozialismus. Hier eine Herausgeberschaft mit Roger Engelmann und Thomas Groß-Bölting. Das doppelte Deutschland, 40 Jahre Systemkonkurrenz, mit Udo Wengst herausgegeben. Zweiter Kalter Krieg und Friedensbewegung, der NATO-Doppelbeschluss in Deutsch-Deutschland, internationaler Perspektive. Jetzt nähern wir uns schon so leise, sachte, schleichend dem Thema Entspannungspolitik und Entspannungsprozess. Auch eine Geschichte der SED liegt von Herrn Wenker vor, eine Bestandsaufnahme herausgegeben mit Jens Giesecke. Hauptstadt Anspruch und symbolische Politik. Die Bundespräsenz im geteilten Berlin, wie ist der Bund vertreten in Berlin, herausgegeben von Herrn Bienert, Herrn Schaper und Herrn Wenker. Und letztlich, jetzt sind wir beim Thema, die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im Ost-West-Konflikt. Internationale Politik und gesellschaftliche Transformation, also von der Helsinki-Schlussakte 1995 bis ins Jahr der deutschen Einigung, das hat Herr Wenker mit Kollegen Peter herausgegeben und viele, viele Aufsätze, die ich jetzt hier gar nicht alle erwähnen möchte, weil ich dem Referenten nicht zu viel Zeit nehmen möchte. Er spricht über die Schlussakte von Helsinki, wir reden vom 1. August 1975 und den Folgeprozess, den Nachfolgeprozess der KSZE, also Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Der Untertitel sagt schon sehr viel, die bemerkenswerte Karriere eines umkämpften Konzepts. Herr Wenker, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Herzlich willkommen hier bei uns in Niedersachsen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Gehler, für diese sehr freundliche und sehr ausführliche Einführung. Ich freue mich auch, dass ich hier sprechen darf. Ich beginne mit einem Zitat. Das Wiener KSZE-Folgetreffen vom 4. November 1986 bis zum 19. Januar 1989 begleitete den Wandel im Ost-West-Ost-Verhältnis, bewirkte ihn sogar mit. Letztlich ebnete es den Weg zur Beendigung der Blockkonfrontation. Auf diese positive Weise bewertete Hans-Dietrich Genscher im Nachhinein das letzte Folgetreffen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Diese Konferenz war am 1. August 1975 in Helsinki mit der Unterzeichnung einer Schlussakte durch 35 europäische Staats- und Regierungschefs beendet worden. Damals hatten die östlichen Staaten das Ereignis überwiegend positiv bewertet. Im Westen überwogen jedoch kritische Stimmen, von denen die Henry Kissingers sicher eine der abfälligsten war. "They can write it in Swahili, for all I care", sagte er mit Blick auf die KSZE-Schlussakte. Die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag forderte die Bundesregierung Ende Juli 1975 auf, die Schlussakte nicht zu unterzeichnen, weil diese, wieder Zitat, wesentlichen Interessen des geteilten Deutschland und seiner Menschen nicht gerecht werden. Positive Bewertungen kamen insbesondere von denen, die sich in den Verhandlungen engagiert hatten. Insgesamt wurde die Schlussakte im Westen jedoch vielfach als profillos, verschwommen und unerfreulich lasch gegenüber der Sowjetunion empfunden. 1989, nach Beendigung des Wiener Folgetreffens, aber noch vor dem Mauerfall, schrieben viele der KSZE-Schlussakte hingegen eine positive, also gewollte Dynamik in Richtung einer europäischen Friedensordnung zu, der man sich nun in Riesenschritten näherte. Das Konzept der KSZE hatte also eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Was hatte diese Karriere ermöglicht? Verdankte sie sich allein dem Wandel der Weltpolitik oder war sie auch auf das Konzept selbst zurückzuführen? Angesichts des Mauerfalls, der Wiedervereinigung und des anschließenden Zerfalls des Ostblocks besteht bei der Beantwortung dieser Fragen die große Gefahr, in eine teleologische Falle zu tappen.
und in der KSZE den entscheidenden Motor dieses Prozesses zu sehen. Um das zu vermeiden, möchte ich zunächst ganz knapp auf die KSZE-Schlussakte und deren Entstehung eingehen. Zweitens werde ich mich eher längsschnittartig mit drei unterschiedlichen Dimensionen der KSZE befassen: der ordnungsstiftenden Funktion für die Ost-West-Beziehungen, der sicherheitspolitischen und der humanitären Dimension. Der dritte und ausführlichste Teil wird anhand der drei KSZE-Nachfolgetreffen von Belgrad, Madrid und Wien nach Rolle und Funktion des KSZE-Prozesses für den Wandel der Ost-West-Beziehungen fragen. Begleitete dieser eher den Wandel oder ebnete er sogar den Weg zur Beendigung der Ost-West-Konfrontation? Genschers eingangs zitierte Bewertung lässt beiden Deutungen zu. Zunächst also zu Punkt 1, zum Teil 1, die KSZE-Schlussakte und ihre Entstehung. Die KSZE ging zurück auf die sowjetische Idee einer europäischen Sicherheitskonferenz. Moskau wollte damit in den 50er und 60er Jahren ursprünglich eine Auflösung der Blöcke zugunsten eines europäischen Systems kollektiver Sicherheit ohne die USA erreichen. Das stieß im Westen zwangsläufig auf Ablehnung. Erst als Washington und Moskau in den 60er Jahren zu einer Politik der Entspannung übergingen, nahm die Konferenzidee konkretere Formen an. Die Sowjetunion hielt aufgrund ihres technologischen Rückstands eine Kooperation mit dem ideologischen Gegner für notwendig. China erhöhte mit den Ussuri-Zwischenfällen 1969 den Druck auf die sowjetische Ostgrenze. Daher kam Moskau nun dem Westen stärker entgegen, der unter anderem auf einer Teilnahme der USA und Kanadas an einer Sicherheitskonferenz bestand. 1972 trafen sich daraufhin Vertreter von 33 europäischen und zwei nordamerikanischen Staaten zu multilateralen Vorgesprächen im Konferenzzentrum von Dipoli bei Helsinki. Hier wurde die Verhandlungsmaterie auf vier Körbe verteilt. Prinzipien der Gestaltung der Beziehungen untereinander kamen in Korb 1, wirtschaftliche, wissenschaftliche und ökologische Kooperation in Korb 2 und grenzüberschreitende Kommunikation, menschliche Kontakte in Korb 3 und Vorschläge zu den Konferenzfolgen in Korb 4. Die eigentlichen Verhandlungen von 1973 bis 1975 in Genf wurden von der Unterzeichnung der Schlussakte im Rahmen eines Treffens der 35 Staats- und Regierungschefs in Helsinki gekrönt. Das hört sich alles geradliniger an, als es eigentlich war. Eine Einigung, die erhebliche Kompromissfähigkeit verlangte, konnte nur erreicht werden, weil beide Seiten wichtige Ziele, wenn auch etwas verwässert, erreichten. Die Sowjetunion und die Ostblockstaaten erhielten den Status quo in Europa garantiert, auch wenn sie die Möglichkeit einer friedlichen Grenzänderung zugestehen mussten. Auf westliche Forderungen ging hingegen die Aufnahme der Menschenrechte in den Prinzipienkatalog, also in Korb 1, und die Zusage einer Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen zurück. Aber auch hier waren die Formulierungen alles andere als verbindlich. Und was die militärische Sicherheit betraf, so wurden die Verhandlungen über konventionelle Rüstungskontrolle 1973 aus der Konferenzmaterie ausgelagert und als MBFR-Verhandlungen in Wien durchgeführt. Die KSZE-Schlussakte enthielt dazu, also zu diesem militärischen Teil, lediglich einige nur freiwillig durchzuführende Bestimmungen zu vertrauensbildenden Maßnahmen, etwa zu wechselseitigen Manöverbeobachtungen. Und in Korb 4, nicht zu unterschätzen, wurde festgelegt, dass man sich zur Überprüfung der Implementierung, also der Erfüllung der Schlussakte und zur Fortsetzung des Entspannungsprozesses periodisch treffen wollte, um zu verhindern, dass die KSZE eine Eintagsfliege blieb. Damit bin ich beim zweiten Teil, den unterschiedlichen Dimensionen der KSZE. Und hier, Punkt 1, ist die ordnungsstiftende Funktion. Die KSZE beruhte auf einer weitgehenden Anerkennung des politischen Status quo in Europa. Das bedeutete einerseits, dass die westlichen Staaten weder die diktatorischen Herrschaftsformen in Osteuropa noch die dortige Dominanz der Sowjetunion grundsätzlich in Frage stellten. Andererseits erkannte die Sowjetunion die enge Allianz zwischen den westeuropäischen und den nordamerikanischen Staaten an und die kleineren, neutralen und nicht gebundenen Staaten, N plus N, konnten sich ebenfalls in diesem Status quo orientierten Europa sicher fühlen.
Damit verbunden war ein gemeinsamer Katalog von Zielvorstellungen, Verhaltensregeln und Absichtserklärungen, dem sich alle Teilnehmerstaaten unterwarfen. Insbesondere die Bundesrepublik sah darin einen Gewinn und eine Verpflichtung. Das deutsche sicherheitspolitische Interesse erfordert es, so eine Studie des Auswärtigen Amts und des Verteidigungsministeriums von 1976, dem Osten immer wieder klarzumachen, dass die geschlossenen Verträge und Vereinbarungen, nicht zuletzt die Schlussakte der KSZE, Grundlagen der internationalen Beziehungen sind, deren Respektierung Voraussetzung für ein Funktionieren der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit und für die Sicherung des Friedens ist. Hinzu kam der prozessorientierte Charakter der KSZE. Durch die Festlegung von Expertentreffen und Folgekonferenzen wurde ein Forum geschaffen, das Ost und West in einen Dauerdialog einband. Dieser Dauerdialog war meistens nicht einfach und das Forum lief, gerade in Krisenzeiten der Ost-West-Beziehungen, öfters Gefahr, marginalisiert zu werden. Letztlich wurde es jedoch nie aufgegeben. Mit einem gewissen Recht sind daher die Regeln der KSZE als eine Magna Carta der Ost-West-Beziehungen in Europa bezeichnet worden. Punkt 2, die sicherheitspolitische Dimension. Von der ursprünglich im Zentrum des Konferenzprojekts stehenden Dimension der Sicherheit blieb, wenn man den Begriff auf militärische Sicherheit reduziert, in der KSZE-Schlussakte nicht viel übrig. Gegen den Wunsch der Bundesregierung verständigten sich Nixon und Brezhnev bereits im Mai 1972 darauf, Fragen der Zusammenarbeit und der Streitkräftereduzierung in zwei parallelen Konferenzen zu behandeln. Im Rahmen der multilateralen Vorgespräche erfolgte die Trennung beider Materien, sodass ab 1973 die konventionelle Rüstungskontrolle in den MBFR-Verhandlungen behandelt wurde. Für die KSZE blieben lediglich die sogenannten vertrauensbildenden Maßnahmen, später vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, die sich vor allem auf Transparenz durch Information, Inspektion und Kontrolle beziehen. Es ging konkret vor allem um die Ankündigung von größeren Manövern und den Austausch von Beobachtern zu diesen Manövern. Die Schlussakte enthielt dazu lediglich einen Abschnitt im Korb 1 in Form einer freiwilligen Verpflichtung, für die der Rahmen auch sehr großzügig gesteckt war. Das änderte sich erst mit der Konferenz über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen in Europa, KVAE, auf deren Mandat man sich auf der KSZE-Nachfolgekonferenz, also einer dieser Nachfolgekonferenzen, von denen ich schon berichtet habe, in Madrid geeinigt hatte. Diese KVAE, die zwischen 1984 und 1986 in Stockholm tagte, kam zunächst aufgrund völlig unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen der östlichen und der westlichen Staatengruppen nicht voran. Die Warschauer Vertragsorganisation, ich sage im kurzen Folgenden nur noch WVO, legte Wert auf die Beseitigung chemischer Waffen, die Bildung kernwaffenfreier Zonen und das Verbot eines ersten Einsatzes von Atomwaffen. Der NATO hingegen ging es um erhöhte Transparenz bei militärischen Aktivitäten und vor allem um die Einhaltung und Verifikation der angekündigten Maßnahmen. Vor allem Letzteres wurde von der sowjetischen Seite abgelehnt. Die sowjetische Seite wollte sich schlichtweg nicht in die Karten gucken lassen. Bewegung kam in die sowjetische Position ab 1986, weil nun der neue Generalsekretär Michail Gorbatschow das sowjetische Außenministerium zu größerer Flexibilität drängte. Die sowjetische Erklärung, verpflichtenden Vor-Ort-Inspektionen zuzustimmen, brachte den Durchbruch. Das war eine komplette Kehrtwendung und eine Anpassung an die westliche Position. Vor diesem Hintergrund konnte am 22. September 1986 das Schlussdokument der KVAE in Stockholm unterzeichnet werden. Ein erster substanzieller Erfolg des KSZE-Prozesses, der im Unterschied zu den auf der Stelle tretenden MBFR-Verhandlungen in Wien auch den Abrüstungsverhandlungen auf anderen Gebieten einen wichtigen Impuls verlieh. Damit gewann die Dimension der militärischen Sicherheit für den KSZE-Prozess wieder an Bedeutung. Punkt 3, die humanitäre Dimension. Die Behandlung der humanitären Dimension im Rahmen der KSZE ging auf die NATO-Außenminister zurück mit ihrer Forderung einer Einbeziehung des kulturellen Austauschs, wobei, Zitat, eine größere Freizügigkeit für Menschen, Ideen und Informationen zwischen Ost und West herzustellen sei. Das war eine Forderung von 1969.
Die westlichen Staaten traten zwischen 1972 und 1975 mit unterschiedlicher Intensität für diese humanitären Fragen ein. Die Bundesrepublik mehr, die USA weniger. Obwohl Bonn von der KSZE her nur kleine Schritte erwartete, war dem Auswärtigen Amt 1973 bewusst, dass der Osten mit der Zustimmung dazu etwas riskierte. Zitat: Die Risiken der Konferenz gehen nicht einseitig zu Lasten des Westens. Für den Osten beginnt mit der KSZE ein Prozess, der in seinen Auswirkungen auf die Stabilität des Systems und den inneren Zusammenhalt des sozialistischen Lagers nur schwer kalkulierbar ist. Zitat Ende. Die Sowjetunion war bereit, das Thema mitzubehandeln, weil sie mit der KSZE den politischen und territorialen Status quo in Europa garantiert bekam und damit ihr zentrales Ziel erreichte. Das wog für sie letztlich schwerer als die mit der KSZE verbundenen Risiken, die sie und ihre Verbündeten durchaus sahen. Außerdem hielt Außenminister Andrei Gromyko die Gefahr für kontrollierbar. Wir sind die Herren im eigenen Haus, soll er gesagt haben, und setzte sich damit in der sowjetischen Führung durch. Gegebenenfalls würde man also trotz ausländischer Einsprüche gegen Oppositionelle im eigenen Land vorgehen. Und auch das unter Verweis auf die Schlussakte, die als Grundsatz auch die Zusage gegenseitiger Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten enthielt. Die KSZE eröffnete allerdings Dissidentengruppen in Osteuropa neue Möglichkeiten. Mit der Unterzeichnung der umgehend nach dem 1. August 1975 auch veröffentlichten Schlussakte, ein sehr wichtiger Punkt, der auch in der Schlussakte selbst festgehalten war, also mit der Unterzeichnung der Schlussakte durch die eigenen Staats- und Regierungschefs, erhielten deren Proteste, also die Proteste dieser Dissidentengruppen, eine Berufungsgrundlage und eine neue Dynamik. Genannt seien die 1975 gegründete Moskauer Helsinki-Gruppe, die allerdings 1982 ihre Tätigkeit aufgrund massiver Repressionen einstellen musste, sowie die 1977 in der Tschechoslowakei gebildete Charta 77. Beide machten es sich zur Aufgabe, Verstöße gegen die in der KSZE-Schlussakte festgeschriebenen Menschenrechte zu registrieren, zu dokumentieren und darüber zu informieren. Auch das in Polen 1976 gegründete Komitee zur Verteidigung der Arbeiter, KOR, lehnte sich an die Moskauer Helsinki-Gruppe an. Durch die Vernetzung untereinander und mit westlichen Menschenrechtsgruppen, am bekanntesten war sicher die amerikanische Helsinki Commission, wurden Menschenrechtsverletzungen in den Ostblockstaaten zu einem Thema auch der westlichen Öffentlichkeit. Hinzu kam, dass seit Anfang 1977 Jimmy Carter als US-Präsident versuchte, Menschenrechte zu einem Fixpunkt der internationalen Beziehungen zu machen. Bei dem Nachfolgetreffen in Belgrad von 1977 bis 1978 griff die US-Delegation, munitioniert durch entsprechende Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Osteuropa, den Ostblock offen an. Und in Madrid 1980 bis 1983 verschärfte sich die missliche Lage für den Ostblock weiter. An der konfrontativen Haltung der USA in der Menschenrechtsfrage änderte sich auch unter Präsident Ronald Reagan nichts und weit über 100 Fälle verfolgter und misshandelter Osteuropäer kamen hier zur Sprache. Dabei spielten vor allem die westlichen Helsinki-Gruppen eine wichtige Rolle, denn sie schickten Vertreter nach Madrid, wo sie bei den einzelnen Delegationen antichambrierten und weiter Aufmerksamkeit auf das Thema lenkten. Da durch den KSZE-Prozess COP 3 und die Menschenrechtsverpflichtungen der Schlussakte ständig präsent blieben, konnten diese auch Rückwirkungen auf den Ostblock entfalten, freilich in ganz unterschiedlicher Weise. So waren in der DDR Menschenrechte sehr viel weniger ein Thema als COP 3 mit den Empfehlungen zur humanitären Zusammenarbeit. Denn mehr als die Menschenrechte brannte den Ostdeutschen die Frage nach Reise- und Ausreisefreiheit unter den Nägeln. Und da es in der DDR kein gesetzliches Recht auf Ausreise gab, beriefen sich diejenigen, die die DDR auf legalem Wege verlassen wollten, zur Begründung immer mehr auf die KSZE-Schlussakte. Die KSZE und die Folgetreffen bewirkten also ein rasantes Anwachsen der Zahl der Ausreiseantragsteller, sodass es in den 80er Jahren zu einer veritablen Ausreisebewegung kam. Das brachte erhebliche Unruhe in die Gesellschaft, der schon bald mit rein repressiven Mitteln nicht mehr beizukommen war. In anderen Ostblockstaaten, vor allem in Polen und in der GSSR,
wurde indes durch die KSZE der gesellschaftliche Menschenrechtsdiskurs bestärkt. Menschenrechte, so Jan Eckel, wurden zu einer wichtigen Sprache der Opposition. Das hing nicht nur mit der KSZE, sondern auch mit dem Scheitern des Prager Frühlings von 1968 zusammen, dass das Aus für reformkommunistische Großversuche oder reformkommunistische Gegenentwürfe und gesellschaftliche Großvisionen bedeutet. An deren Stelle trat der Wunsch nach einem Mindestmaß an Freiheit und menschlicher Behandlung, also nach Beachtung der Menschenrechte. Und die KSZE half dabei, die menschenrechtliche Kritik in Osteuropa am Leben zu halten. Es wäre aber zu einfach, in der KSZE-Schlussakte die alleinige Ursache für den Menschenrechtsaktivismus von relativ überschaubaren Gruppen im Ostblock zu sehen, die überdies auch zeitweise mundtot gemacht wurden. Man muss vielmehr von einer Wechselbeziehung zwischen Konferenzgeschehen auf der einen und gesellschaftlichen Aktivitäten auf der anderen Seite ausgehen, die sich bis in die 80er Jahre hinein gegenseitig verstärken. Um dem KSZE-Prozess gerecht zu werden, gilt es aber, diesen in die sich wandelnden Ost-West-Beziehungen einzubetten und nach den Rückwirkungen zu fragen, die die Schlussakte und ihre Implementierung auf die Staatenbeziehungen in Ost und West entfalteten. Ich komme also zu Teil 3, zum KSZE-Prozess und zum Wandel der Ost-West-Beziehungen 1977 bis 1989. Und beginne hier Punkt 1 mit dem Folgetreffen von Belgrad. Als das Folgetreffen am 4. Oktober 1977 begann, waren die Ost-West-Beziehungen ersten schweren Belastungen ausgesetzt. Die NATO beobachtete kritisch die Stationierung moderner SS-20-Raketen durch die Sowjetunion und die USA kritisierten die sowjetischen Menschenrechtsverletzungen heftig. Bereits vor Beginn der Verhandlungen hatten sich die WVO-Staaten darauf verständigt, keine weiteren Zugeständnisse zu machen. Insbesondere die US-Delegation verfolgte Menschenrechtsfragen nun mit Nachdruck, auch unter Nennung einzelner Namen, was auf erbitterten sowjetischen Widerstand traf. Weder die moderatere Haltung der Bundesrepublik, noch die Versuche der N+N-Staaten, ein substanzielles Abschlussdokument zu erarbeiten, hatten angesichts der Situation Aussicht auf Erfolg. Daher endete das Folgetreffen mit einem kurzen, nichtssagenden Dokument. Als vollkommener Fehlschlag wurde das Treffen allerdings nicht interpretiert. Denn zum einen war dort die Verbindlichkeit der KSZE-Schlussakte als Rahmen der multilateralen Kooperation bekräftigt und zum anderen das zweite Folgetreffen für Herbst 1980 in Madrid terminiert worden. Der Prozess ging also weiter. Die DDR konnte mit dem Treffen zufrieden sein, da sich aufgrund der starren Blockkonfrontation keine über die Schlussakte hinausgehenden Verpflichtungen für sie ergaben. Die starren Fronten trugen dazu bei, die Reihen des Ostblocks geschlossen zu halten, was mutatis mutandis auch für die NATO-Staaten galt. Aber hier gab es durchaus Differenzen. So war etwa die Bundesrepublik auf die Verhandlungsführung der USA und deren Betonung der östlichen Menschenrechtsverletzungen nicht vorbereitet und Frankreich beharrte auf seiner Sonderstellung. Doch da der Osten keinerlei Entgegenkommen zeigte, wurden die Risse der Allianz nach außen hin nicht sichtbar. Punkt 2, das Folgetreffen von Madrid 1980 bis 1983. Die 1979-80 dramatisch gestiegenen weltpolitischen Spannungen, ich nenne nur die Afghanistan-Krise und den NATO-Doppelbeschluss, ließen auch für die Entwicklung des KSZE-Prozesses nichts Gutes erwarten. Jedoch war das Verhältnis der westlichen und östlichen Staatengruppe in Madrid zu Beginn des Folgetreffens im November 1980 keineswegs so konfrontativ wie drei Jahre zuvor. Denn die Sowjetunion wollte ein Mandat für eine europäische Abrüstungskonferenz vereinbaren. Hintergrund dazu war wohl das sowjetische Bedürfnis, ihr durch Aufrüstung und Afghanistan-Intervention beschädigtes Image als Friedensmacht für die öffentliche Meinung wieder aufzupolieren. Im Gegenzug war sie bereit, dem Westen in COP 3 entgegenzukommen, insbesondere bei Familienzusammenführungen, Eheschließungen und bei Arbeitsbedingungen für ausländische Journalisten. Gleichwohl kamen die Verhandlungen nach einem guten Start ab Sommer 1981 nicht mehr voran, weil nun vor allem die Vereinigten Staaten weitergehende sowjetische Konzessionen forderten und damit auf Ablehnung stießen. Im Dezember 1981 belastete ein weiteres
wichtiges Ereignis, die Verhandlungen massiv, nämlich die Ausrufung des Kriegsrechts in Polen. Ergebnis war, dass die Delegationen im März 1982 auseinandergingen, aber sie vereinbarten eine Fortsetzung des Treffens für November, sodass es dann schließlich im Frühjahr 1983 wieder voranging. Die westlichen Staaten signalisierten mehr Flexibilität, das sowjetische Interesse an einem zügigen Verhandlungsabschluss wuchs, vor allem wegen des überragenden Interesses einer Abrüstungskonferenz, das weiterhin bestand, und die N+N-Staaten taten sich als Vermittler bei der Formulierung eines für alle Seiten akzeptablen Abschlussdokuments hervor. Die Konferenz endete im September 1983 nicht nur mit einem substanziellen Schlussdokument, sondern auch, ich habe es schon bereits erwähnt, mit dem Mandat für eine Konferenz über sicherheits- und vertrauensbildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa. Dafür hatte die Sowjetunion eine Ausdehnung der Kontrollzone vom Atlantik bis zum Ural konzipiert, also unter Einschluss des europäischen Teils der Sowjetunion. Das Folgetreffen von Madrid hatte, anders als das von Belgrad, erhebliche Rückwirkungen auf den Zusammenhalt des Ostblocks. Zwar folgten alle WVO-Staaten der sowjetischen Führung, aber die DDR zum Beispiel war von dem weitgehenden sowjetischen Entgegenkommen gegenüber dem Westen überhaupt überfahren worden und sah ihre Interessen massiv verletzt. Denn der Honecker-Führung war bewusst, dass die in Madrid vereinbarten Erleichterungen für Familienzusammenführungen und Eheschließungen wie ein Katalysator auf die Ausreisebewegung der DDR wirken mussten. Auch die Beziehungen zwischen den USA und der Bundesrepublik blieben in Madrid nicht spannungsfrei. Denn gerade nach Ausrufung des Kriegsrechts in Polen war Washington darauf bedacht, Moskau zu bestrafen und eine Verbesserung der dortigen Menschenrechtslage zur Voraussetzung eines Schlussdokuments zu machen. Für das Genscher, Bonn hingegen, wollte vor allem den KSZE-Prozess nicht gefährden, sodass Genscher die USA davon überzeugen musste, die Verhandlungen nicht abzubrechen. Im Endeffekt ergänzten sich die USA mit ihrem beharrlichen Bestehen auf humanitären Zugeständnissen des Ostens und die Bundesrepublik mit ihrem Bemühen, die Konferenz zu retten. Letzteres war angesichts der Stationierung von Mittelstreckenwaffen 1983 in Westeuropa wichtiger denn je, da die KSZE nun mitten im Zweiten Kalten Krieg das einzig verbleibende Ost-West-Forum aus der Zeit der Entspannung blieb. Punkt 3, das Folgetreffen von Wien 1986 bis 1989. Nach dem Folgetreffen von Madrid fanden im Rahmen des KSZE-Prozesses neben den KVEI-Verhandlungen noch drei Expertentreffen statt, die zwar keine greifbaren Ergebnisse brachten, aber die Kommunikation im KSZE-Rahmen aufrechterhielten. Auch die KVAE in Stockholm führte 1986 zu einem greifbaren Ergebnis, ich habe es bereits erwähnt, sodass der Westen bei der Eröffnung des Wiener Folgetreffens im November 1986 von weiteren Fortschritten im KSZE-Prozess ausging, zumal man sich angesichts der zunehmenden Öffnung der Sowjetunion unter Gorbatschow ein größeres Entgegenkommen des Ostens erhoffte. Die Konferenz begann mit einem Paukenschlag des sowjetischen Außenministers Eduard Schewardnadze, der in seiner Eröffnungsansprache eine Menschenrechtskonferenz in Moskau vorschlug. Die westlichen Staaten waren irritiert, weil unmittelbar darauf einer der prominentesten sowjetischen Dissidenten, Anatoli Matschenko, im Haftlager starb. Im östlichen Lager hatte dieser nicht mit den anderen WVO-Staaten abgesprochene Schritt jedoch sehr viel weiterreichende Konsequenzen. Insbesondere die DDR-Delegation war entsetzt. Als allerdings in der ersten Konferenzphase der Westen und die N+N konkrete Menschenrechtsverletzungen in den Ostblockstaaten anprangerten, schlossen sich die Reihen der WVO wieder, die auf gewohnte Weise mit Gegenangriffen reagierten. In der Sowjetunion wurden jedoch nach und nach zahlreiche Regimegegner aus den Gefängnissen entlassen, um dem Westen entgegenzukommen. Im Sommer 1987 entspannten sich zwar die Fronten in Wien, aber die Idee einer Menschenrechtskonferenz verschwand zunächst aus den dortigen Debatten. Erst im Herbst 1988 brachte die sowjetische Seite diese gegenüber dem Westen wieder ins Gespräch, allerdings mit einer neuen und ziemlich beachtenswerten Begründung. Die Zusage einer solchen Konferenz in Moskau sei auch für Gorbatschows Reformkurs von erheblicher Bedeutung. Die sowjetischen Reformkräfte wollten also die KSZE auch zur Stabilisierung ihrer eigenen Position in der Sowjetunion nutzen. All dies hatte eine desintegrierende Wirkung auf den Ostblock.
Das zeichnete sich schon 1987 ab, als in Polen und Ungarn die meisten westlichen Vorschläge über humanitäre Fragen unterstützten. Spannungen ergaben sich zusätzlich zwischen Budapest und Bukarest wegen der ungarischen Minderheit in Rumänien. Als Hardliner traten vor allem die CSSR, die DDR und Rumänien hervor. Bulgarien folgte der Sowjetunion, allerdings nicht aus Überzeugung, sondern eher aufgrund der Abhängigkeit Sofias von Moskau. Die DDR mauerte bis zum Schluss, vor allem, weil sie keine unabhängigen Menschenrechts- und Überwachungsgruppen im eigenen Land dulden und weil sie sich nicht in die Festlegung der Mindestumtauschsätze für Besucher hineinreden lassen wollte. Nach außen hin bot der Westen einen geschlosseneren Eindruck, aber auch er war alles andere als vereint. Im Unterschied zur WVO, die sich im Juni 1987 auf einen gemeinsamen Vorschlag zur militärischen Sicherheit verständigte, wurde hier vor allem die Abrüstung zum Spaltpilz. Zum einen wegen des Formats der Verhandlungen. Sollten diese zwischen NATO und WVO stattfinden oder im KSZE-Rahmen? Zum anderen verfolgte die Bundesrepublik hier einen anderen Weg als die USA, Großbritannien und Frankreich. Bonn drängte auf eine möglichst rasche Vereinbarung. Denn man wollte das abrüstungsfreundliche Klima nutzen und angesichts der weitgehenden Entnuklearisierung der westeuropäischen Verteidigung die konventionelle Bedrohung aus dem Osten möglichst rasch verringern. Hintergrund war, dass Ende 1987 das Abkommen über die Vernichtung der Mittelstreckenwaffen, das INF-Abkommen, geschlossen worden war und damit sozusagen jetzt die nukleare Verteidigungskomponente aus westdeutscher Sicht damit sehr stark reduziert war. Und damit sah sich vor allem die Bundesrepublik, aber auch andere westliche Staaten sehr viel stärker der konventionellen Übermacht der Sowjetunion ausgeliefert. Daher das Drängen gerade der Bundesrepublik auf eine konventionelle Abrüstungskonferenz. Die anderen drei westlichen Mächte hingegen hatten ein Junktim zwischen, Die anderen drei westlichen Mächte hingegen hatten ein Junktim zwischen militärischer Sicherheit und den humanitären Fragen formuliert. Erst wenn der Osten bei COP 3 substanzielle Zugeständnisse machte, sollte einer Abrüstungskonferenz zugestimmt werden. Die Westmächte, einschließlich der Bundesrepublik, formulierten allerdings noch ein weiteres Junktim, indem sie ihre Zustimmung zu einer Menschenrechtskonferenz in Moskau, Sie erinnern sich, was Shevardnadze am Anfang gefordert hatte, ebenfalls von Fortschritten in humanitären Fragen abhängig machten. Jedoch gab es auch hier Unterschiede zwischen der bundesdeutschen Position und denen der anderen drei Mächte. Während die Bundesrepublik keine Maximalforderungen stellte, sondern für kleine praktische Fortschritte plädierte, verlangte der amerikanische Delegationsleiter vom Gastgeberland einer solchen Konferenz ein Exemplary Record of Performance. Also, die sollten ganz beispielhaft voranschreiten, die Sowjetunion. Überhaupt kam es, nicht zuletzt aufgrund des Einflusses unabhängiger Helsinki-Gruppen, zu einem intensiven amerikanisch-sowjetischen Menschenrechtsdialog. Allerdings war das amerikanische und das westdeutsche Engagement unterschiedlich akzentuiert. Wollten die Amerikaner stets möglichst konkrete Taten sehen, etwa die Entlassung politischer Gefangener und Ausreisegenehmigungen für sowjetische Juden, war der Bundesrepublik daran gelegen, die Konferenz für konkrete Verbesserungen der KSZE-Regelungen zu nutzen. Obwohl also die westliche Politik auf dem Wiener Folgetreffen besser koordiniert war als die der WVO, waren die Divergenzen zwischen den wichtigsten westlichen Staaten unübersehbar. Nicht nur bei der WVO, auch bei der NATO wurden im Verlauf des Wiener Folgetreffens die Blockstrukturen aufgeweicht. Denn in dem Maße, in dem die Ost-West-Spannungen schwanden, gewannen innerwestliche und inneröstliche Positionsdifferenzen an Bedeutung. Dabei waren die westlichen Differenzen nie so gravierend wie die östlichen, sodass die Konferenz am 19. Januar 1989 mit einem substanziellen Schlussdokument beendet wurde. Trotz aller Meinungsunterschiede im Westen einigte man sich auf das Mandat für eine Konferenz über konventionelle Abrüstung. Im KSZE-Rahmen sollte überdies eine zweite Konferenz über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, das in Stockholm erreichte, weiterführen. Damit war das Ende der MBFR-Verhandlungen besiegelt und die 1973 ausgegliederte Sicherheitskomponente wieder unter das KSZE-Dach zurückgeholt. Umfassender als je zuvor
fielen auch die Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten im Hinblick auf die humanitäre Dimension aus. So enthielt das Schlussdokument detaillierte Bestimmungen zur Garantie bestimmter Menschen- und Bürgerrechte, insbesondere die Verstärkung des Rechtsschutzes gegenüber Staat und Verwaltung, das Recht auf Freizügigkeit, Religions- und Gewissensfreiheit und das Recht, sich mit anderen zusammenzuschließen und politisch aktiv zu werden. Von großer Bedeutung war darüber hinaus die Festlegung eines Verfahrens zur kontinuierlichen Überprüfung dieser Vereinbarungen im KSZE-Rahmen. Insgesamt hatten die Ostblockstaaten hier im Wesentlichen westliche Vorstellungen übernommen. Schließlich legte das Dokument noch einen Fahrplan mit zahlreichen weiteren Konferenzen bis zum vierten geplanten Folgetreffen in Helsinki im Jahr 1992 fest, um den KSZE-Prozess weiter am Leben zu halten. Kehren wir vor diesem Hintergrund noch einmal zur Ausgangsfrage zurück. Begleitete der KSZE-Prozess eher den Wandel der Ost-West-Beziehungen oder ebnete er sogar den Weg zur Beendigung der Ost-West-Konfrontation? Fest steht, dass mit dem Ende der Wiener Folgekonferenz auch das Ende dieser Konfrontation im Greifen nahe war. Sowohl der Übergang zu ernsthaften Verhandlungen über konventionelle Abrüstung im März 1989 als auch der Konsens über die Notwendigkeit der Achtung der Menschenrechte zwischen Ost und West bedeutete, dass auf beiden Gebieten nun ein Gleichklang existierte. Ein Gleichklang, der auf einer weitgehenden Übernahme westlicher Menschenrechtsvorstellungen durch den Osten beruhte. Das war auf dem Wiener KSZE-Folgetreffen aktenkundig geworden. Doch war der KSZE-Prozess auch dafür verantwortlich? Sowohl bei den humanitären als auch bei dem Sicherheitskomplex lässt sich argumentieren, dass ohne den Wandel zu Gorbatschow diese enge Annäherung an den Westen nicht stattgefunden hätte. Erst nach dessen Amtsantritt wurde die Bereitschaft zum Entgegenkommen auf sowjetischer Seite in Stockholm deutlich und ein gehaltvolles Abschlussdokument möglich. Und auch in humanitären Angelegenheiten kam erst mit Gorbatschow Bewegung in die sowjetische Position. Denken wir an Gorbatschow hat ja Sacharow aus der Verbannung zurückgeholt, Ende 1986, das hat schon für Furore gesorgt. Laufen wir also Gefahr, Resultate, die auf den Gorbatschow-Faktor zurückzuführen sind, fälschlicherweise dem KSZE-Prozess zuzuschreiben? Meines Erachtens, jetzt kommt das, was Sie bei einem Historiker immer erwarten, lässt sich beides miteinander verbinden. Mit dem KSZE-Prozess wurde ein Forum etabliert, dass die Möglichkeit regelmäßiger Ost-West-Kommunikation bot, was gerade in Spannungszeiten einen Wert an sich darstellt. Und in Zeiten zurückgehender Spannungen konnte mühelos auf das Forum zurückgegriffen werden, um neue Ansätze, etwa bei vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen, wirkungsvoll umzusetzen. Überdies wurde durch den KSZE-Prozess und aufgrund der Tätigkeit der Helsinki-Gruppen das Thema Menschenrechte auf der Tagesordnung der internationalen Politik gehalten. Das hatte eine doppelte Wirkung. Einerseits konnten sich Osteuropäer, die sich in ihren Grundrechten verletzt fühlten, wirkungsvoll auf die Schlussakte berufen. Andererseits konnten sich auch die Regierungen in Ost und West nicht leisten, das Thema links liegen zu lassen. Auf diese Weise gerieten vor allem die Ostblockstaaten in die Defensive. Denn das konnten sie so lange verkraften, wie sie gemeinsam mit der Sowjetunion eine geschlossene Front bildeten. Erst mit der Aufweichung dieser Front durch die Führungsmacht, also durch Gorbatschow, kam es zu ersten Rissen innerhalb des Ostblocks. Nein, beziehungsweise schon etwas vorher, auch schon auf dem Folgetreffen in Madrid. Ein regelrechter Zerfall des Ostblocks aufgrund der höchst unterschiedlichen Haltungen zur Menschenrechtsfrage wurde auf dem Wiener Folgetreffen sichtbar, in dessen Verlauf sich die sowjetische Haltung zur KSZE grundlegend änderte. Nun entließ sie nicht nur massenhaft politische Häftlinge, sondern wollte die Möglichkeiten der KSZE aktiv nutzen, indem sie eine Menschenrechtskonferenz in Moskau zur Stabilisierung ihrer eigenen Stellung einsetzte. Entlang der Menschenrechtsfrage spaltete sich in Wien der Ostblock. Der taktische Umgang mit ihr führte aber auch zu Meinungsunterschieden im Westen. Der KSZE-Prozess war folglich schon vor Gorbatschows Amtsantritt ein Element, das Unruhe in die osteuropäischen Gesellschaften brachte. Danach verstärkte sich diese Unruhe aufgrund des in einigen osteuropäischen Staaten, insbesondere aber in der Sowjetunion, eingeschlagenen Reformkurses. Dieser Reformkurs wurde durch den KSZE-Prozess unterstützt und verstärkt,
sodass dieser auf der einen Seite zu dem Wandel innerhalb der östlichen Staaten und auf der anderen Seite zum Zerfall des Ostblocks wesentlich beitrug. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für diesen kompakten und auch für diesen packend gehaltenen Vortrag, in dem Sie praktisch von 1975 bis 1989 eine große Tour d'Horizon uns geboten haben und das sehr komplizierte, komplexe Konferenz- und verfahrenstechnische Szenario aufgezeigt haben. Sie haben gleichzeitig deutlich gemacht, wie elastisch man dabei auch war unter Nutzung dieses permanenten Konferenzmechanismus ist mit gewissen Unterbrechungen. Sie haben auf die Entstehung hingewiesen, Sie haben auf die drei Funktionen hingewiesen, als da waren ordnungsstiftend, die sicherheitspolitische Dimension mit einbeziehend und schließlich die humanitäre, die dann letztlich, wie Sie ausgeführt haben, praktisch zu einer Spaltung, zu einem Zerfall der Ostblockstaatenposition im dritten Nachfolgetreffen des Kreistreh-Nachfolgeprozesses in Wien in den Jahren 86 bis Anfang 89 beigetragen haben. Da stellen Sie viele, viele Fragen mit Blick auf das deutsch-deutsche Verhältnis, mit Blick auch auf die unterschiedlichen Positionen der Westmächte, auch der blockfreien Staaten, Jugoslawien, damals noch blockfrei, und der neutralen Staaten, in Schweden, an Finnland, an Österreich, die Schweiz auch denken, oder Irland. Nun, die Diskussion ist eröffnet, Europagespräch, jetzt geht's los, auf geht's, jetzt können Sie Ihre Fragen stellen. Unser Kollege Wendker steht bereit, auf geht's, bitte. Wir haben Mikrofone im Saal, eines habe ich sogar noch hier in der Hand. Geht das? Geht, also. Frau Breit ist unser Gast aus Innsbruck, extra angereist mit dem Vortrag. Grüße Sie. Vielen Dank für diesen schönen Überblick und auch die Einschätzungen zu wechselseitigen Wirkungen von KSZE und Wandel im Ost-West-Verhältnis. Mich würde interessieren, sozusagen so klassische Analysen bleiben immer sehr stark auf der Ebene der hohen Politik und der Staatsmänner. Gorbatschows Name ist jetzt sehr, sehr oft gefallen. Die eigentlichen Akteure im KSZE-Prozess sind meiner Ansicht nach ganz starke Diplomaten, die dort vor Ort waren. Und da würde ich mich einfach auf Ihre Einschätzungen aufgrund Ihrer Forschungen interessieren, wie welche Position bzw. welche Einflussmöglichkeiten hatten denn die Diplomaten und da auch sagen, welche Rolle haben da persönliche Kontakte und persönliche Befindlichkeiten auch für das Vorantreiben des Prozesses gespielt. Danke, ich habe in diesem Saalflügel noch weitere Fragen bemerkt. Da hebt sich die Hand in der vierten Reihe und das Mikrofon wird weitergereicht. Bitte. Ja, ich habe ja diese Zeit der Katharina von Helsinki aktiv erlebt. Ich habe auch die Hoffnung erlebt, die man an diese Charta gesetzt hat. Das Bild von Neckar, Schmidt und Ford war, kann man nicht vergessen. Aber ich denke schon, dass diese Widersprüche, die natürlich dadurch in der DDR-Bevölkerung entstanden sind, sie haben aber letztendlich bei ihrem Denken, bei ihrem Weiterdenken keine weitere Unterstützung bekommen. Es hat aber recht lange gedauert, bis dann letztendlich aus eigener Kraft die Wende auch im Ostblock dann zustande gekommen ist. Frage, wird denn heute in der Wissenschaft weiterhin geforscht? Ich weiß von der Hannah-Arendt-Stiftung, von der Friedrich-Naumann-Stiftung, werden Doktorarbeiten, an Promotionen geschrieben über das System DDR, für die Blockpartei und ähnliche Dinge mehr. Wird hier auch einmal untersucht, inwieweit jetzt diese Charta einen Einfluss hatte, wie sich das Denken verändert hat. Und hinzu kam ja, dass jeder Bürger, der dann die Erlaubnis hatte, in die BRD zu fahren, aus dringenden persönlichen Angelegenheiten, der hat es ja dann nochmal gekoppelt. Das wurde dann noch verstärkt. Ja, denn jeder Bürger, der dahin gefahren ist, ist ja auch anders wieder zurückgekommen. Und jetzt würde mich interessieren, ob dadurch die Wissenschaft, das Institut für Neue Geschichte in Potsdam, ob da irgendwie da wissenschaftlich dran gearbeitet wird. Es wäre mal sehr spannend, wie das so wäre. Dankeschön. Ich habe im anderen Saalteil auch noch eine Frage. Herr Freibold, bitteschön. Ich würde an die erste Frage nochmal anknüpfen wollen und die Rolle von Edward Shepard-Mertz von Ihnen mal beantwortet wissen.
Meiner Ansicht nach hat er einen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf der KZE neben Hans Dietrich Genscher genommen. Ja. Das wird meiner Ansicht nach immer so ein bisschen unterschlagen. Teilen Sie diese Meinung? Danke, wir haben drei Fragen. Mal in der ersten Runde. Ja, gut, okay. Ja, zunächst für den Diplomaten vorbei. Es ist sicher richtig, dass die Diplomaten vor Ort eine wichtige Rolle gespielt haben. Auch die, man muss das natürlich dann differenzieren, je nach unterschiedlichem Land. Und wir fallen jetzt, auf der einen Seite fällt mir jetzt ein, fallen gerade auch österreichische Diplomaten, die bei den Wiener KSZE-Folgetreffen von, bei den KSZE-Folgetreffen nicht in Wien, sondern in Belgrad und in Madrid sehr wichtig waren. Und das hing vor allem auch damit zusammen, dass sozusagen von der ganz hohen Politik, nämlich von Kreisky, dem österreichischen Bundeskanzler, der KSZE eigentlich relativ wenig Interesse gegengebracht wurde. Das heißt, die KSZE wurde quasi denen auch in gewisser Weise als Spielwiese überlassen. Ja? Und das hat natürlich den Einfluss der Diplomaten dort erhöht. Ganz ähnlich, jetzt vielleicht etwas höhere Ebene, aber sozusagen kann man das auch für Genscher sagen. Und damit käme ich dann auch ein bisschen vielleicht dazu, weil der Bundeskanzler Helmut Schmidt hat das zwar alles betrieben, die Schlussakte hat ja auch da 1975 mit unterschrieben, aber für ihn, das war für ihn nicht sozusagen erste Priorität. Ja? Und deswegen war das dann ein Gebiet, wo sich gerade auch die bundesdeutsche Diplomatie, das Auswärtige Amt, mit Hans-Dietrich Genscher an der Spitze, sich sehr stark dahinter geklemmt haben, sage ich mal. Ja? Das, also, auf sowas stößt man immer wieder und gerade der, der KSZE-Prozess, sozusagen, der zeigt, auch wie Sie richtig gesagt haben, wie wichtig diese Diplomaten vor Ort waren, sowohl die, also die bei den Delegationen gestellt haben, als auch dann die jeweiligen Außenministerien, von denen natürlich ihre Aufträge bekamen. Und vielleicht leite ich dann über zu Ihrer Frage und komme dann noch zu Ihrer. Shevardnadze, natürlich würde ich auch sagen, das ist einer der wichtigsten Figuren, weil er, wie ich gesagt habe, die KSZE eher das Geschäft der Außenministerien war. Eduard Shevardnadze als sowjetischer Außenminister hat das auch sehr ernst genommen. Genauso wie sein Amtskollege Hans-Dietrich Genscher, die ja dann auch eine sehr enge Freundschaft entwickelt haben. Dass die allerdings, das muss man sagen, klar, die hat sich schon über die Jahre entwickelt und hat sich dann im Prozess der Wiedervereinigung natürlich bezahlt gemacht. Das vielleicht so zu. Und das andere, Forschungen zur KSZE, die Sie angefragt haben, ja, die sind zum Teil schon gelaufen. Also es sind DDR-bezogen, ja. Es gibt, also, so kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, also eine Doktorandin von mir hat eben auch das Thema behandelt, die DDR im KSZE-Prozess 1975 bis 1985. Und hat genau dieses Thema der Ausreisebewegung, wie das durch den KSZE-Prozess, wie das an Fahrt aufgenommen hat und auch wie quasi von DDR-Seite auch versucht wurde, damit umzugehen, hat sie sehr genau thematisiert und hat natürlich auch nebenher noch darauf angewiesen, dass auch in der DDR die Rolle der Menschenrechtsfrage in der DDR, also das hat sie tun, das ist also eine ganz zentrale Arbeit, die da entstanden ist, die hat auch sehr interessante Ergebnisse auch für mich geliefert. Also das war also das heißt, da ist schon einiges gelaufen und wir sorgen dafür, dass es auch weitergeht, Herr Gehler. Wir werden uns dem Wiener KSZE-Folgetreffen weiter intensiv zuwenden und hoffen, ein gemeinsames Projekt zu verwirklichen. Daher die Frage an Herrn Wendker, ist denn die deutsche Frage möglicherweise in Wien entschieden worden? Oder mitentschieden worden wenigstens? Naja, das würde ich so nicht sagen. Das muss man präzisieren. Ja. Also, ja. Aber es wird in Wien verhandelt über Themen, wo sich die DDR praktisch bis zuletzt geweigert hat, Konzessionen zu machen. Die DDR-Delegation gerät unter immer stärkeren Druck, auch von sowjetischer Seite, Konzessionen zu machen.
Und wie ist denn, um die Frage nochmal aufzugreifen, von der DDR-Bevölkerung die KSZE-Nachfolgekonferenz in Wien wahrgenommen worden und vor allem das Schlussdokument, das ja auch die DDR unterzeichnet hat. Und da ist von Reisefreiheit die Rede, Visafreiheit. Und das ist alles vor noch der Öffnung des Eisernen Vorhangs und der Grenzübergänge Ungarn-Österreich, ist noch vor dem Fall der Mauer. Das war also die Frage nochmal, ich formuliere es ein bisschen präziser, ist die deutsch-deutsche Problematik, das war es die DDR wahrscheinlich, oder die deutsch-deutsche Bewegung hin zum Einigungsprozess in Wien mit vorentschieden worden? Auch da bekommen Sie wieder eine typische Historiker-Antwort. Also sie ist natürlich, also wie soll man sagen, also auch von westdeutscher Seite war natürlich die DDR im Zusammenhang des KSZE-Prozesses immer ein Objekt besonderer Beachtung, weil man natürlich immer auch aus einem besonderen Verantwortungsbewusstsein auch für die Menschen in der DDR gehandelt hat, auf westdeutscher Seite, und gesagt hat, wir müssen gerade für die Ostdeutschen möglichst viel erreichen, ja, was Reisefreiheit betrifft, was Garantie von Reisen betrifft, also dass das eben nicht mehr nur so schwammig ist, sondern dass man sich wirklich darauf rufen kann, dass man eben auch die Umtauschsätze reduziert für die Westbesucher und sowas. Also auf diese Dinge hat die westdeutsche Delegation immer geachtet, und gerade natürlich in Wien, und hat sie in Wien auch einiges durchgesetzt. Und von Seiten der von der ostdeutschen Seite hat man natürlich immer gerade auch das Einbringen des Westens in die DDR perhorisiert. Ja, das ist sicher auch ein Dauerthema, und das wurde in Wien sicher von der nochmal verstärkt von der ostdeutschen Seite. Die Reaktion der Bevölkerung auf das Wiener Treffen ist meines Erachtens noch nicht so genau erforscht. Das wäre sozusagen auch ein wichtiges Thema, glaube ich, für unser gemeinsames Projekt. Also, ich meine, klar ist natürlich, dass das hat schon meine Doktorandin, die Frau Hansch, herausgearbeitet, dass bei jedem Nachfolgetreffen, sei es auch wenn in Belgrad nichts mehr rausgekommen ist, das hat einen Schub gegeben wieder für die Unzufriedenheit, und dass die Ausreiseantragsteller mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein aufgetreten sind, zum Beispiel. Bei nach Madrid noch mehr, ja. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie das in der zweiten Hälfte der 80er Jahre wird. Wobei es dann methodisch schwieriger wird, weil man dann ja, was ich ja auch angesprochen habe, weil man dann ja unterscheiden muss, was ist jetzt quasi KSZE-Faktor und was ist Gorbatschow-Faktor. Aber mit dem man muss mal sehen, was die Quellen hergeben und wie man das dann machen kann. Ich schaue ins Publikum, und Herr Lühr, der ersten Reihe ist hier, und dann haben wir die Studentin. Herr Wendler, die sprachen davon, dass 1960 oder in 60er Jahren die Initiative von Russland ausgegangen wäre für eine Sicherheitskonferenz. Ist es aber nicht vielmehr so, dass die Warschauer Paktstaaten aufgrund von wirtschaftlichen Problemen mit Russland gemeinsam unter damals noch Chruschtschow und dann Brezhnev versucht haben, einen Bestand zu festigen? Und dann habe ich gelesen, dass es dann praktisch nach dem Einmarsch oder nach dem Tschechei-Überfall bzw. Niederschlagung einen Budapester Appell gegeben hat, wo man sich das alles nochmal absegnen lassen wollte und die Warschauer Paktstaaten sich gegenüber Moskau auch mehr profilieren wollten. Was könnte man dazu lesen oder von Ihnen hören? Eine weitere Frage haben wir hier noch in der vierten Reihe. Das zweite Reichen, Dankeschön. Ja, eine etwas andere Frage, und zwar habe ich mich gefragt, weil ich diesen Begriff noch gar nicht kannte, was genau die M- und N-Staaten sind. Und weil Sie das so besonders hervorgehoben haben, wollte ich dann nochmal fragen, ob Sie da nochmal so eine gesonderte Rolle in diesem Ost-West-Konflikt und auch besonders in dieser KSZE-Akte angenommen haben, oder ob das einfach nur historische Korrektheit war oder so, dass man die jetzt extra genannt hat. Genau, mit denen auf sich. Ja, okay. Vielen Dank für die Frage. Ich freue mich ganz besonders, dass ich auch noch Studierende hier zu hören. Das heißt nicht, dass ich die
Seifenfaden der Erde Statesman hier in diesem Haus geringschätze. Haben wir noch eine dritte Frage? Ja, unbedingt. Wieder ein Erde Statesman, bitteschön. Meine Frage geht an sich mehr in die Gegenwart. Sie sprachen davon, dass in der KSCD es eine Verpflichtung gab, gegen diese gegleitete Manöver anzumelden. Besteht das auch heute noch zwischen NATO und Russland? Wieder drei, ein Dreierpack. Drei Antworten. Ja. Okay. Ja, vielleicht fange ich mit der letzten an, weil das relativ gut zu beantworten ist. Natürlich, das sind Vereinbarungen, die nicht außer Kraft gesetzt worden sind. Das heißt, der Vertrag ist weiterhin gültig. Also gerade solche Manöverbeobachtungen und auch, dass man, dazu gehört natürlich nicht nur, dass man die Beobachter austauscht, man muss das rechtzeitig anmelden, dass dann, sodass die, dann auch beide Seiten Chancen haben, dass die Beobachter rechtzeitig hinzuschicken, dass auch kontrolliert wird. Die Frage ist natürlich, inwieweit es noch gemacht wird, praktiziert wird. Ob das jetzt nur das, also und da muss ich sagen, bin ich nicht ganz auf dem neuesten Stand. Also ich kann nicht genau sagen, ob nun bei jedem größeren Manöver, das jetzt etwa in Russland durchgeführt wird, ob da dann auch NATO-Beobachter dabei sind. Das kann sein, dass der Putin das, also ich vermute eher, dass das von Putin sehr viel restriktiver gehandhabt wird, als wozu er eigentlich verpflichtet ist. Das müsste auch von der OSZE geregelt sein, ja. Richtig, klar. Die OSZE ist für alle anderen, die KSZE wurde überführt in eine Organisation mit festeren Strukturen, also eine OSZE, Organisation für Sicherheit, über Sicherheit und Zusammenhalt in Europa. Das Problem ist nur, die OSZE hat ja dann, ist zwar 1995 gegründet worden, hat dann aber mehr oder minder so einen gewissen Dornröschenschlaf gehabt, weil gerade diese Ost-West-Konfrontation, die ja quasi für die KSZE auch konstitutiv war, weil die dann stärker erstmal überhaupt nicht mehr da war. Und sie kommt jetzt erst wieder im Zuge der Konfrontation NATO-Russland, kommt sie wieder mit rein. Das sieht man in den Nachrichten, weil jetzt auch das Thema der OSZE-Beobachter ganz wichtig wird. Ja, das sind die einzigen, die jetzt da sozusagen noch quasi als neutrale Instanz das Kampfgeschehen beobachten und dann zumindest melden können, wer wo den Waffenstillstand verletzt hat. N+N heißt Neutral and Non-Aligned States, also neutrale und nicht gebundene Staaten, bezieht sich in Europa vor allem auf die bekannten neutralen Staaten, also die Schweiz, Österreich, Schweden, Finnland und als Non-Aligned State, also nicht neutral, aber nicht gebunden, Jugoslawien. Und dann gibt es noch so kleinere, San Marino oder ich weiß nicht, wie weit die Rolle spielt. Aber das sind die fünf wichtigen. Und die hat man sozusagen unter dieser N+N zusammengefasst, weil man sagen wollte, das ist sozusagen eine dritte Staatengruppe neben den beiden anderen Staatengruppen, nämlich den NATO-Staaten auf der einen Seite und den Warschauer Paktstaaten oder WVO-Staaten, wie ich sie genannt habe, auf der anderen Seite. Ich habe die jetzt nicht nur genannt aus politischer Korrektheit, wie Sie gesagt haben, sondern weil sie in der Tat eine wichtige Rolle gespielt haben. Sie haben sehr oft in diesen Verhandlungen, also bei den Verhandlungen in Genf, die dann zur KSZE-Schlussakte geführt haben, als auch bei den einzelnen Nachfolgetreffen, haben sie sehr oft eine wichtige Rolle, vermittelnde Rolle gespielt. Gerade oft, wenn es gerade darum ging, jetzt ein Abschlussdokument herzustellen, dann waren das oft waren nicht alle im gleichen Maße, aber oftmals doch, diejenigen, die quasi diese Kompromissformulierungen gefunden haben, die erstmal niedergefunden haben, versucht haben, in einem mühsamen Geschäft den Konsens aller zu diesen Kompromissformulierungen zu finden. Ja? Also das, von daher waren die schon sehr wichtig. Ja? Und man redet immer so von einer Gruppe, die waren auch nicht immer so vereint, sondern es gab da auch Unterschiede, aber nichtsdestotrotz
für diese etwa gerade Österreich war, meines Erachtens bei dem Abschluss, bei dem Madrider Treffen, sehr wichtig für die Erstellung dieses Schlussdokuments. Also ja, das kann man schon, spielt schon eine wichtige Rolle. Also, man sollte sie nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Also das ist Ihre Frage, die Anfänge, es geht schon los in den 50er Jahren. Und da ist es von der sowjetischen Seite schon eher eine Art Propagandageschichte erstmal. Sagen wir, und mit dem etwas durchsichtigen Ziel, wir wollen einfach diese Blöcke nicht mehr, wir wollen eine europäische Sicherheitskonferenz, wir wollen die Sicherheit kollektiv organisieren in Europa, aber nur in Europa bitte, also die USA brauchen wir dafür nicht. Ja? Und das war natürlich dann ein durchsichtiges Spiel für die Westeuropäer, die sagten, wir brauchen aber die USA, dass die USA unsere Sicherheit garantieren. Deswegen war das natürlich auch ein bisschen, also viel Propaganda dabei auf sowjetischer Seite. Und das hat sich dann erst geändert, so in den Ende der 60er Jahre. Und da spielt sicher auch die Niederschlagung des Prager Frühlings eine gewisse Rolle, weil man dann gesagt hat, so jetzt hat der Ostblock sozusagen seine Stellung wieder gefestigt und aus dieser gefestigten Position heraus, da können wir jetzt auch eher Entspannungspolitik machen, ja, als wenn wir diese so unsichere Kantonisten im eigenen Lager haben. Das war, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, auch als Voraussetzung für diese Entspannungsphase. Und das führte dann auch zu den entsprechenden Deklarationen der Warschauer Paktstaaten. Inwieweit die dann damit jetzt mehr Selbstständigkeit bekamen, würde ich erstmal bezweifeln. Denn gerade infolge der Niederschlagung des Prager Frühlings, kann man ja sagen, hat die Sowjetunion noch einmal deutlich gemacht, die Autonomie gibt es nur bis zu einer eng bemessenen Grenze. Ja? Ich meine, nichtsdestotrotz muss man auch schon sagen, die Tatsache, dass es vor der Niederschlagung des Prager Frühlings, dem ganzen Jahr 1968, kam es ja zu wiederholten Konferenzen der Interventionsstaaten. Das ist ein etwas anderes Thema. Aber das zeigt, dass schon damals, das nicht mehr so völlig selbstverständlich war. Und auch die Tatsache, dass dann 1968 vor dem Einmarsch, das erstmal in einer Doktrin formuliert werden musste, der Brezhnev-Doktrin, ja, das zeigt ja auch schon, da wird ja eigentlich was ganz selbstverständlich, was für aus sowjetischer Sicht eigentlich selbstverständlich war. Aber dass das mal formuliert werden muss, zeigt ja auch schon, dass das schon ein bisschen brüchig war. Aber es wurde auch klar, mit Gewalt wird das zusammengehalten und da kann nicht jeder Staat einfach ausbrechen. Vielen Dank. Ich schaue wieder in die Runde. Ich habe natürlich auch noch ein paar Fragen noch im Hinterköcher. Sie haben einmal in der Ausführung gesagt, war es denn das Konzept der Schlussakte von Helsinki oder der Wandel der Rahmenbedingungen? Das ist ja praktisch auch wieder die Frage der Gorbatschow, der Faktor und andere Elemente. Und dann gibt es ja die Diskussion, die Sie auch selbst mal in einem Sammelband geführt haben. Die einen sprechen vom Mythos Helsinki und die anderen argumentieren, nein, nein, diese Schlussakte und die Nachfolgekonferenzen hatten einen Effekt. Sie haben das ja eigentlich doch tendenziell in der Einleitung Ihres Bandes mit Kollegen Peter beantwortet. Würden Sie das auch so gewichten? Mehr Effekt als Mythos? Und war auch das Konzept wichtiger als der Wandel? Das ist die Frage. Kontroverse. Also ich würde schon sagen, natürlich hatte die KSZE einen Effekt. Man darf es allerdings nicht übertreiben. Ja, also man darf jetzt nicht sagen, alle Dissidenz im Ostblock ist auf die KSZE zurückzuführen. Das wäre übertrieben. Auch zu sagen, der Ostblock ist infolge der KSZE und seiner Wirkungsmacht im Ostblock zusammengebrochen. Das würde ich sagen, ist auch völlig übertrieben. Also man darf und nur sollte sich hüten, glaube ich, vor solchen direkten Ursache-Wirkungsketten. Ja? Das halte ich für etwas zu einfach. Wenn man es dann etwas komplizierter macht,
dann kann man dem, glaube ich, schon was abgewinnen. Weil man, wie ich dann versucht habe, in dem Vortrag deutlich zu machen, wenn man sieht, durch die KSZE bleibt etwa das Menschenrechtsthema auf der politischen Tagesordnung. Ja? Und das ist einerseits natürlich den Staaten zu verdanken, die das Thema da halten, andererseits natürlich auch den, der Zivilgesellschaft, die immer wieder darauf zurückkommt. Und dann auch wenn jetzt im, man kann natürlich sagen, die einzelnen Grüppchen im Ostblock sind ja eigentlich relativ unbedeutend. Sind sie natürlich. Sie sind anfangs auch relativ klein in der Sowjetunion. Die erste Moskauer Helsinki-Gruppe wird auch zerschlagen. 1982 ist da sozusagen nicht mehr viel. Aber die machen was, was sozusagen doch die Menschenrechtsverletzungen im Ostblock stärker nach außen bringt. Sie registrieren diese Menschenrechtsverletzungen, sie dokumentieren sie und sie geben das dann auch weiter. Unter anderem an westliche Botschaften. Ja, dass das dann auch über diesen Kanal und über anderen eben auch in den Westen dringt, diese Kunde davon. Und im Westen bilden sich auch entsprechende Menschenorganisationen, die das Thema auch aufgreifen und auch auf der Tagesordnung halten. Von daher gibt es hier schon einen Effekt. Und da habe ich auch gesagt, das verstärkt sich dann, weil diese Menschenrechtsorganisationen, die antijambrieren dann auch bei den Nachfolgekonferenzen. Sodass es auch da bleibt. Ja? Es ist also in diesem eher so eine Spirale, würde ich mal sagen, als jetzt eine einfache Ursache-Wirkungs-Beziehung. Ja? Das ist im Grunde auch ein Plädoyer gegen die Monokausalität der Deutung von Geschichte. Es ist nie ein einziger Grund. Und aus dem Publikum kam praktisch durch die Wissbegierde mancher Gasthörer der Wunsch, dass wir demnächst auch mal einen Vortrag über die OSZE hören müssen, weil das ist nur noch im Ausblick hier anzudeuten. Aber wir haben noch Fragen. Bitte schön, Herr Lippitz. In der DDR ging es im Wesentlichen um die Reisefreiheit. Durch Jaruzelski hatte Polen das Dissidententum dort die Handschellen um. Ich glaube, es kommt ein wenig zu kurz, Sie haben es zwar erwähnt, die Charta 77, diese intellektuelle Nachfolge von Dubček, die ist meines Erachtens ein ganz klein wenig zu wenig bewertet worden. Gut, ich habe sie ernannt, Sie haben sicher recht, ich habe sie nicht. Vielleicht hätte sie noch etwas stärker machen können. Aber gerade bei der Charta 77, da passiert ja das, was ich jetzt auch gerade nochmal gesagt habe, dass die vor allem auf diese Menschenrechtsverletzungen geguckt haben, die dokumentiert haben und damit auch und dann auch verbreitet haben. Und das, darin liegt ihr großes Verdienst. Obwohl sie selbst natürlich nur relativ wenige hundert Leute sozusagen da letztlich waren. Aber wir hatten eine Wirkung, die jetzt ihrer Größe nicht entsprach. Ja, also das muss man schon sagen. Ja. Wir haben heute auch einen Gast hier aus Prag, Kollegen Jaroslav Kunstadt. Vielleicht können wir Sie einmal gewinnen zu einem Vortrag über die Charta 77. Ein Thema, bitte. Ich habe auch eine Frage. Dankeschön. Herr Kunstadt, bitteschön. Ja, das ist eine Frage eher vorerst Bemerkung und dann die Frage für die Charta 77, wenn man sich die Gründungserklärung liest, auch die weiteren Dokumente, nachfolgenden Dokumente, da war doppelter Bezug in puncto Menschenrechte. Also UNO, die meine Menschenrechtserklärung der UNO von 48 und dann der internationale Pakt der Menschenrechte. Also diese sind de facto, das waren in ihrer Wahrnehmung zwei konzentrische Kreise. Also UNO, der größere Kreis, und jetzt aktuell Helsinki-Prozess, der innere Kreis. Wobei natürlich die UNO-Dokumente innerstaatlich umzusetzen, war sehr problematisch. Aber der Helsinki-Prozess war für die Charta-Leute doch etwas Permanentes
Ja, das war was mehr Greifbares als die UNO-Menschenrechtskommission in Genf. Ja, also, und vielleicht die Frage richtet sich, welchermaßen diese Menschenrechtsschutz bzw. auch Bezug zum Europarat und welche Auswirkungen auf diesen menschenrechtliche, humanitäre Dimension bei dem KSZE-Prozess sich direkt oder indirekt beeinflussen könnten. Vielen Dank. Also, alles klar, die Frage. Nee, ist jetzt nicht so. Die Frage, ganz klar. Es gibt die UNO, ja, Menschenrechtskonvention, ja. Es gibt auch den Europarat, die Europäischen Menschenrechtskonvention, ja. Und es gibt die KSZE-Schlussakte. Und ja. Die Frage war, wie weit diese Dinge sich auch wechselseitig so beeinflusst haben. Mhm. In der Gewichtung, wie weit spielt überhaupt die Menschenrechtskonvention des Europarates eine Rolle? Die Länder sind noch keine Mitglieder, kommen das später dazu, ist klar, aber sie sind UNO-Mitglieder. Ja, sie sind UNO-Mitglieder und wie kann man das gewichten? Welche Rolle spielen auch die Vereinten Nationen als Berufungsinstanz? Also die Menschenrechte der UNO sind natürlich gehen der KSZE voraus, völlig richtig. Und ich würde auch sagen, die ersten Dissidenten gibt es ja nicht erst nach der KSZE, sondern schon früher. Und die arbeiten natürlich auch mit diesen UNO-Menschenrechtspakten. Aber dann wird, glaube ich, werden die KSZE-Vereinbarungen, also die Unterschriften unter die Schlussakte, werden dann wichtiger, weil das viel greifbarer ist. Das ist zwar kein völkerrechtlicher Pakt sozusagen, das ist ja die KSZE-Schlussakte, war ja kein völkerrechtlicher Vertrag, aber es war doch ein Akt von hoher symbolischer, politischer Bedeutung, weil die einzelnen Staaten, Bürger des Ostblocks konnten ja sehen, da hat aber jetzt der Genosse Honecker das unterschrieben. Und das hat nicht nur der Honecker, das hat auch der tschechoslowakische Parteichef, den es damals war, Husak, hat es unterschrieben und so weiter und so weiter. Ja? Und Brezhnev hat es unterschrieben. Ja? Also das heißt, Berufungsfunktion. Das war sehr viel deutlicher zu sehen. Das wurde ja auch in den Zeitungen berichtet. Und wichtig dann natürlich, das war auch in der KSZE-Schlussakte festgelegt, hat man kurz am Rande gesagt, es war festgelegt in der Schlussakte, dass die Schlussakte auch breit zu dokumentieren sei. Und das wurde auch, haben auch die Sowjetunion hat das anstandslos gemacht und hat das dann in der Pravda auch alles komplett abgedruckt. Die DDR in Neudeutschland. Doch, komplett. Komplett in Neudeutschland. Das war dann später allerdings schwierig zu bekommen. Ja. Aber es gab den Dokumentationspflicht und das war natürlich, das war viel greifbarer, ja, weil man gesehen hat, da konnten wir das lesen. Also das hatte schon, dann, von daher ist dann die Wirkung etwas stärker als die von den UNO-Menschenrechtspakten. Erst die Dame in der zweiten Reihe, dann nochmal Herr Gür. Warte einen Augenblick, bis das Mikrofon zu Ihnen kommt. Bitte schön. Sie haben eben die Bürger erwähnt, die Bürger aus der DDR. Meine Familie lebte damals in der DDR und wir waren jedes Jahr drüben. Und ich hatte viele Freundinnen. Und ich muss sagen, die Bürger waren sehr, sehr aufmerksam. Sie haben das Helsinki-Abkommen sehr genau beobachtet. Und man konnte ja im Osten auch, und das ist heute Abend gar nicht zum Tragen gekommen, es gab ja Rundfunk und es gab Fernsehen. Es gab auch das Tal der Ahnungslosen. Also das Ganze hat damals schon sehr viel Unruhe in der Bürgerschaft drüben gebracht. Und ich erinnere mich an eine Freundin, deren Nachbarin, deren Tochter nach Prag ging zu einer Studienreise. Und es wurde vom Berliner Professor gesagt, ihr könnt da gerne hinfahren, aber Geld nehmt bitte nicht mit. Unser Geld braucht ihr da nicht, denn es wird nirgends angenommen. Und das hat sie schon sehr, sehr aufmerksam werden lassen. Wer sind wir eigentlich? Was macht man dann mit uns? Also das Ganze gipfelte dann eben auf, zu dem Fall der Mauer,
Aber die Bürger waren sehr aufmerksam und haben das sehr genau beobachtet. Und von daher, genau wie in Polen auch, kam diese Unruhe im Volk. Ja, vielen Dank schön für diese Ergänzung. Zeitzeuge. Herr Lühr. Mich interessiert nochmal, als Sie das Bild eben so plastisch dargestellt haben. Amerikanischer Präsident Ford, neben ihm Honecker, neben ihm Schmidt. Wie waren so die Gespräche zwischen diesen drei führenden Politikern der Länder? Gibt es da irgendwelche Protokolle, die haben die sich unterhalten? Auch, ich sag mal, nicht nur so, dass es hier zu einem Ergebnis kommt, sondern auch sehr konträr. Weiß man da etwas? Also, die haben sich jetzt muss unterscheiden, auf der einen Seite den eigentlichen Akt sozusagen der Unterzeichnung, das war ein großer zeremonieller Akt, weil wir ein paar Freundlichkeiten ausgetauscht haben. Alle Staatsmänner, also die da waren, auch die von Ihnen genannten, haben natürlich dieses Treffen auch genutzt, um mit jeweils anderen Staatsmännern oder Politikern bilaterale Gespräche zu führen. Und die sind zum großen Teil auch irgendwo. Die sind dokumentiert worden, klar, weil das waren ja wichtige Gespräche, also etwa Gespräche von Schmidt und Honecker sind dokumentiert und expediert in den Akten so auswärtig, die uns in Deutschland können Sie nachlesen, worüber Sie da unterhalten haben. Die haben das also auch genutzt, oder etwa dann sehr wichtig auch zwischen Schmidt und dem polnischen Parteichef Jerek, der damals noch dran war, dass die haben sich da auch über weitergehende Fragen auch der Entspannungspolitik im bilateralen Verhältnis unterhalten. Und das ist durchaus dokumentiert. Ja. Also ich kann es jetzt sagen von den bundesdeutschen DDR-Seite, aber es gibt mit Sicherheit auch, da bin ich jetzt nicht so ganz firm drin, von polnischer und tschechischer Seite, zum anderen auch diese Gespräche dokumentiert. Herr Mühe wollte wissen, ob die sich gezofft haben. Ja, sicher, sie haben sich, waren nicht, also muss man sagen, natürlich waren die sich nicht grün. Aber sie haben, das war ja auch noch sozusagen, die haben sich schon zivilisiert unterhalten. Ja, das war jetzt kein, sie haben sich jetzt da nicht gegenseitig jetzt erstmal die Verfehlungen des jeweils anderen aus der eigenen Sicht vorgeworfen. Das Bild ging doch durch die Presse Honecker neben Ford. Ja, natürlich. Das war für den. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das war für den Honecker auch unglaublich wichtig. Konnte man sagen, jetzt ist die DDR natürlich, sie war vorher schon anerkannt durch die infolge der Entspannungspolitik. Aber das war dann der erste große internationale Auftritt von Honecker. Und das hat der DDR international auch nochmal Aufdruck gegeben. Das ist völlig richtig. Meine Damen und Herren, erschöpfend alle Fragen beantwortet, bis ins letzte Detail hinein. Was Honecker mit Ford möglicherweise gesprochen haben könnte, ich glaube, der konnte kein Englisch, oder? Honecker, genau. Meine Damen und Herren, das Sommersemester neigt sich allmählich dem Ende zu. Wir haben aber noch einen Termin. Frau Monika Oberle, die ist Professorin für Geschichtsdidaktik an der Universität Göttingen, nicht weit von hier, hat sich mal die Frage überlegt, wie man das, was wir hier seit Jahren schon betreiben, Geschichte Europas, Geschichte der europäischen Integration, im Schulunterricht sinnvollerweise auch, wenn ja, dann wie vermitteln könnte und sollte, die wird noch zu uns sprechen am kommenden Montag hier. Und es liegen auch noch Programme hier mit dem auslaufenden Programm, aber wenn Sie die Seite wenden, dann finden Sie schon das neue Programm vom Wintersemester 17-18 durchdekliniert bis Januar 18. Sie können das hier entnehmen, ein paar Zettel liegen noch da. Ich sage herzlichen Dank, Kollegen Wenke, für Vortrag und Diskussion. Ihnen danke fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen sonnigen Abend. Dankeschön.